Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Krass Klassenfahrt Folge 7. Bevor ich aber mit der Folge anfange, das habe ich heute auch bei meinem Let's Play erzählt, das muss ich aber trotzdem definitiv hier nochmal in der Reaction erzählen, weil ich weiß, dass die Reaction ein bisschen öfters geguckt wird. Ich war heute nach der Arbeit einkaufen, geht auch ganz schnell, ganz schnell, setzt euch mal kurz hin, holt euch mal Popcorn. Und bin nach Einkaufen fertig gewesen, aber wollte ich den Wagen reinstellen. Ne? Habe ich gesehen, okay, da sind ein paar Leute, muss man halt kurz warten. Und da war ein Kerl, denke ich mal so, als Mann, 50 Jahre alt, mit Blaumann, kommt gerade von Arbeit und diskutiert dann mit einer Frau. Weil die Frau nicht den Mindestabstand eingehalten hat. Ne? Die war wirklich weit weg, die war sogar mehr als 1,50 Meter von dem Mann entfernt. Mann, übelst am Eskaläden, richtig am Ausrasten. Ja, halt ja, den Mindestabstand ein. Guckt mich so die Frau an, mega hübsche Frau übrigens. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, alles in Ordnung mit dem Mindestabstand, weil wenn sie noch weiter nach hinten laufen würden, würden sie in den ersten Stock fallen, ne? Aus dem Laden raus. Geht's dann runter danach. Also so eine Einkaufspassage, wenn die ein bisschen weiter rausgelaufen wäre, kommt dann das Geländer, wo sie runterfallen kann. Und da habe ich zu ihr so gesagt, also laut so gesagt, naja, ich glaube einfach, dass Corona nicht nur, nicht das Immunsystem angreift, sondern bei den meisten Leuten Gehirnzellen. So. Und aber bevor ich das gesagt habe, ist was passiert, wo ich gedacht habe, ey, ich bin jetzt bei versteckter Kamera, ne? Das kann jetzt nicht wahr sein. Der Typ nimmt seinen Zollstock raus und misst den, das ist kein Witz, das ist wirklich heute passiert. Der misst den Abstand, der misst wirklich den Abstand. Ich dachte, ohne Scheiß, ich konnte nicht mehr, ne? Ich dachte so, ey, das ist ja, die Frau redet mit, die ganze Zeit mit mir, die sagt, ey, ist doch blöd im Kopf. Ich so, alles gut, lassen Sie ihn einfach quatschen. Und, dann misst er den Abstand und merkt so, ups. Die Frau ist ja schon 2 Meter von mir entfernt. Ah nee, war heute cool, war sehr lustig. Ich hab auch so gedacht, was ist denn jetzt los? Bin ich hier falsch? Ich dachte, ohne Mist, die ganze Zeit so, hier ist doch eine Kamera. Aber nee, ohne Mist, der meinte das ernst. Der hat wirklich den Abstand gemessen. Und ich dachte, was? Ich dachte so, nee, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Naja gut, ich sage, bei den meisten Leuten greift der Virus gerade die Gehirnzellen an, die verbleibenden. Ja, jetzt geht's los. Wir werden jetzt wir beruhigen jetzt alle einmal, was ist denn hier los? Mm. Oh. Okay, ja, das ist gut, das ist gut zu fassen. Das ist so eklig, ey. Perfekt, nice. Sehr geil. Wer ist das? Aber spinnst du, was soll das? Wer ist das? Hättest du Lust, später in mein Zelt reinzukommen? Ich würde mich da gerne nochmal persönlich bedanken. Beiden Augen ausstechen würde, sofort, wenn ich dir sage! Meinst du der hinterhältigen Ratte? Blutig? Blutig! Wo waren wir stehen geblieben? Na, zieh doch eine Maske beim Küssen an. Sind da welche? Nein. Also ich muss schon sagen, für eine Schule warst du wirklich top. Das war wirklich eine meiner besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich glaube, so schnell kommt auch niemand mehr. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen allein. Dann starten wir jetzt eine zweite Runde. Okay, machen wir weiter Schüler-Lehrerin-Liebe, okay? Vor allem späte Runde, das können die Männer gar nicht. Ich brauche dann auch erstmal eine halbe Stunde Pause, bis die Munition nachlädt. TJ? Das ist so asozial, ey. Hey.
TJ, was hast du in Frau Bros Zelt gemacht? Wer? Du? Du kommst doch da gerade raus. Ah, ich hatte, hier, Frau Bros hatte Kopfschmerzen. Dann habe ich hier ein bisschen die Schläfen massiert. Die Schläfen hast du massiert? Ja, sie hatte Kopfschmerzen. Okay. Hey, ich habe dir doch gesagt, dass mit uns beiden, das ist dieses Vertrauen. Das müssen wir uns gegenseitig schenken, sonst geht das Alter, nicht. Das ist so eklig. Vertrau dir doch, alles gut. Kein Problem, wenn du ihr die Schläfen massierst. Schon okay. Schau mir mal in die Augen. Glaubst du mir? Ja. Ich glaub dir. Weil du bist wunderschön. Hm. Ja, leider. Noch schlimmer als das Gefühl, eifersüchtig zu sein, ist das Gefühl, dumm zu sein. Und das war ich bisher. TJ hat mich einfach so unproblematisch angelogen. Er hat sich so verändert einfach. Er macht einen auf Stand. Liebe Frauenwelt, geht von solchen Kerlen weg, von solchen Männern. Wer wirklich meint als Kerl, ja, ich habe eine Frau und ich muss trotzdem meinen Spaß ausleben, das ist scheiße. Sowas ist richtig scheiße. Und das hat auch nichts hier mit Austoben zu tun. Das hat auch nichts... Da gibt's überhaupt, da kann man sich gar nicht rausreden. Und für solche, ich hab für solche Männer gar kein Wort. Das sind in meinen Augen keine Männer, sind in meinen Augen die größten Schlappschwänze in der Nation. Auch wenn die immer vor ihren Kerlen, ja, ich hab heute hier die fünfte, aber ich zu Hause eine sitzen habe, wo ich mir so denke, ey, wie eklig bist du eigentlich? Solche Typen wird schon immer... Nee, weiß ich nicht. Will schon nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Das sind keine Männer, das sind die größten Pussys überhaupt, weil die sich nicht trauen, ihren Frauen zu sagen, hier, das und das ist passiert. Oder wenigstens sich noch nicht mal trauen, sich von den Frauen zu trennen. Das ist noch viel schlimmer, wenn die Frauen zu Hause dann sitzen und meinen, ja, der Mann ist arbeiten, obwohl der Mann dann irgendwie bei einer anderen Ische ist. Boah. Nee, eklig sowas. Stanley jetzt. Früher war er zwar cringe, aber wenigstens kein Arsch. Der dritte in Folge, ich bin so gut. Ich glaube, du hast das Ganze noch nicht so richtig verstanden mit dem Spiel. Was kratzt denn das hier? Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich habe mit Fly gesprochen, der hat mir einige Sachen über dich erzählt, die nicht so positiv waren. Der hat über mich gesprochen? Möchtest du mir da vielleicht irgendwas zu erzählen, oder? Eigentlich ist Fly ein wirklich guter Kumpel von mir und wenn er irgendwas sagt, dann wird das wahrscheinlich schon stimmen. Ich weiß nicht, warum er dir das erzählt. Früher war ich nicht unbedingt der Netteste. Da hatte ich auf jeden Fall so eine Phase, aber ich versuche an mir zu arbeiten, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Verstehe. Also ich finde es wirklich gut, dass du so oft mit mir darüber redest. Ich wollte dir gerade mit diesem richtig gut gebauten Stock so ein Ding reinhauen. Okay. Ja. Okay, danke für deine Ehrlichkeit. Aber spielen wir weiter? Ja. Okay, also nur die Weiße. Nur die Weiße. Ich verstehe, dass Fly auf mich sauer ist. Und ich verstehe auch irgendwo, dass er denkt, ich hätte ihn mit Absicht krank gemacht. Meinem früheren Ich hätte ich das auch zugetraut. Aber jetzt, Das ist krass, ne? Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass Stanley hier noch ein falsches Spiel spielt, was ich aber nicht glaube, zumindest jetzt noch nicht, wie krass sich gerade Stanley ändert, also positiv, und wie krass negativ sich leider gerade TJ verändert, was ich echt schade finde. Jetzt mag ich zum Beispiel Stanley mega gerne, auch dafür TJ, nee. Das war genau in der letzten Staffel genau. Ich glaube, es wird einfach Zeit, dass ich mal mit ihm rede. Schau mal, die dicke Sau da vorne. Das ist so groß. Davon können wir tagelang essen. Ich hab noch nie so was Hessisches gesehen. So ein fettes Schwein. Oh, das tut weh. Ach so. Das ist gemein. Nein, wir meinten sie nicht. Wir haben sie gar nicht gesehen in ihren Tarnklamotten. Ja, komm her, guck's dir an. Er ist eins mit der Natur. Stimmt, die gehen ja jetzt jagen. Oh, die haben fuck. Das ist aber eine Sau. Jojo, pack ihn los.
fang ihn! Halt deine Fresse! Das aber er ist bescheuert, er wird das nicht packen! Nein, er schafft es! Das ist gefährlich! Ich kenne mich aus! Oh, fuck! Ah. Oh, fuck! Schieß ihn! Die Waffe ist nicht echt, das ist eine Spielzeugknarre! Ich hab den Waffenschein nie gemacht, oh Gott! Oh Gott! Ja. Schnell auf die Bäume! Ja. Auf die Bäume! Ja. Oh Gott! Hey! Hey! Kann ich auch was von deinem Haufen haben? Ich hab voll Hunger. Corona, was siehst du hier? Kann ich auch was von deinen Haufen haben? Ich hab voll Hunger. Oh, nee, das hört sich schon wieder so eklig an. Ich finde den Haufen immer noch sehr, sehr geil, ne? Also, vor allen Dingen, man muss sagen, sehr gesund, definitiv. Und das findet man auch im Wald. Das sind Mahlzeiten. Eingepackte Beeren findet man immer im Wald. Ne? Oder wenn nicht, da hat man immer die richtige Packung dabei. Marsriegel finde ich auch immer im Wald. Apfel wird es sogar noch. Die Beeren ja auch, aber die sind ja eingepackt. Und hier Knoppers, ne, müsste es sein. Kleinen Haufen? Ja, der ist kleiner geworden. Und ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Aber reicht das alles noch für uns überhaupt? Ja, komm her. Tut mir leid, dass ich dir gerade nicht mehr geben kann, aber... Hey, dein Ernst? Ja, müssen einteilen. Ja, aber das reicht doch nicht für mich. Ich muss doch von irgendwas leben und die anderen auch. Ja, komm. Eine Beere. Aber dann ist doch Schluss. Hast du zufällig jemanden gesehen, der hier unverhältnismäßig viel genommen haben könnte? Nee. Alter, das ist gerade dein Ernst? Okay, komm mal her. Wir haben in der Gruppe einen Verräter. Und ich sage dir, ich finde heraus, was gewesen ist. Zwei Bären! Oh, kannst du gleich anfangen, Baumrinde zu essen. Na? Moin, Meister. Kann ich mich hinsetzen? Komm rein. Geht's langsam wieder ein bisschen besser? Ja, zum Glück habe ich die Wärmflasche, also das macht's auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Also vom Ding her. Du kannst mir wirklich vertrauen. Ich habe nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ich habe niemals würde ich dir irgendwas in ein Getränk mischen. Ich meine, ich hab mir die Seele aus dem Leib gekotzt, weißt du? Es war so, als wäre da Giz drin gewesen oder so irgendwas. Einfach komisch. Allein die Tatsache, dass du denkst, ich würde so etwas dir antun. Allein das tut mir schon leid, weil das zeugt davon, dass ich mich in der Vergangenheit einfach oft nicht richtig verhalten habe. Und dafür muss ich und möchte mich einfach nochmal entschuldigen. Ja gut, dann nehme ich das mal an. Ah, das ist für Stanley hat echt eine extrem beschissene Position, ne? Weil er war früher, sag ich mal, nicht ganz korrekt. Und klar, wenn irgendwas in der Gruppe passiert, auf der Klassenfahrt irgendwas passiert, schiebt man natürlich alles auf Stanley und Stanley versucht sich natürlich gerade zu verändern. Ne? Was ich cool finde, cooler Schachzug, man sollte definitiv richtig geil, tut mir leid, wenn mein PC denkt, ja, er muss jetzt ein Update machen, es tut mir leid, wo ist er mal stehen geblieben? Ich finde das cool, dass Stanley, tut mir echt leid, bitte verzeiht mir, ich finde das cool, dass Stanley sich gerade verändert. Man sollte definitiv als Mensch, wenn man negative Eigenschaften hat, sollte man wirklich dran arbeiten. Ich habe auch ein paar negative Eigenschaften, an die arbeite ich gerade. Sie ist kein schlimm, aber ne. Jeder Mensch hat, glaube ich, so ein paar negative Eigenschaften und finde ich cool, dass Stanley sich gerade verändert. Das wollte ich sagen. Okay. Aber da gibt es noch eine wichtige Sache, weißt du? Also noch eine wichtigere Sache. Okay. Was ist mit den Leuten im Wald, mit unserer Klasse? Wir müssen die finden, weißt du? Wir müssen die jetzt eigentlich sofort, wir müssen da hingehen, weißt du? Ich stehe da voll bei dir. Ich finde deinen Ansatz mega gut. Ich glaube einfach objektiv, aber ich will nicht laufen. Macht es mehr Sinn, dass ich jetzt für Madison da bin und auch für dich. Ich meine, du bist krank. Du musst jetzt erstmal wieder gesund werden. Und da muss jemand für dich da sein, der sich um dich kümmert. Ich gehe jetzt erstmal wieder runter zu den anderen.
Ey, wenn es dir wieder besser geht, komm doch mit runter. Wir würden uns voll freuen unten. Wir haben voll gute Laune. Ja. Können wir unten ein bisschen abhängen. Jetzt natürlich erstmal wieder gesund werden. Alles klar. Ey, ich wünsche dir echt gute Besserung. Wenn du irgendwas brauchst, melde dich, ja? Alles klar. Ciao. Ciao, ciao. Ich finde die College-Jacke von Sandy cool. Die gefällt mir. Ist wirklich so. Ach du Scheiße. Der ist voll hoch. Was machst du da? Jojo und Fatima brauchen eine Waffe. Mann, Cordula, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich habe wirklich alles versucht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch machen soll. Willst du mich verarschen? Du hast mich angelogen. Du hast mir erzählt, du hast mit Lorena geredet, aber hast du gar nicht. Kann ich einfach alles wieder so sein wie früher? Wie früher? Willst du mich verarschen? Wir sind einfach nur noch Mitschülerinnen und das war's, okay? Ich glaube, Tesla hat sich mittel verändert, ne? Irgendwas ist da anders. Der Witz wird nie alt, Mensch. Karo. Okay, stopp. Ich hab Stechen in der Seite. Außerdem muss ich euch was sagen. Oh Mann. Und wer hätte gedacht, dass es nur ein Eichhörnchen war? Hä? In dem Fernglas sah es riesig aus, oder? Haben wir alle gesehen. Ja, Omi hat ein Eichhörnchen-Pelz. Ja, alles klar. Okay, pass auf. Neben meiner Forschungsarbeit als Bigfoot-Jäger bin ich auch ein echter Jäger. Das bedeutet, ich töte Tiere. Ich habe zwar noch keinen Waffenschein, weil ich ein paar Mal durchgeflogen bin durch die Prüfung, aber ich werde es wiederholen. Und wenn ich dann durch bin, bin ich richtiger Jäger. Und als Jäger gibt es drei Grundregeln. Okay? Drei Grundregeln. Erste Regel, du musst immer deine Umgebung im Blick haben, okay? Du musst umsichtig sein. Du musst wissen, was vor und hinter dir passiert, okay? Hey, nicht unterbrechen, okay? Nicht unterbrechen. Hey, seid ihr in der Schule auch so? Hört zu, guckt mich an. Also, ihr müsst immer wissen, was da abgeht, okay? Augen auf, sage ich immer. Zweite Regel. Hey, zuhören. Zweite Regel. Ihr habt es gerade gesehen, wir wollten auf die Bäume klettern und was ist passiert? Wir hatten keine Krallen. Also, keine Fußnägel schneiden, keine Fingernägel schneiden. Boah. Du hast super Fingernägel, die sehen auch toll aus. Also du hast Krallen, ja, du kommst gut Bäume hoch. Das ist eine wichtige Regel, hast du super gemacht. Dritte Regel. Dritte und letzte Regel. Ihr braucht Instinkt und Talent. Und Reserven. Ihr müsst es vor eurem Auge sehen. Ja. Das kann man nicht lernen, das muss in einem drin sein. Ja, ich zum Beispiel, ich weiß instinktiv, ich gehe jetzt da lang in diese Richtung und dann werde ich Bigfoot finden, okay? Was ihr macht, ist mir völlig egal. Aber merkt euch das. Das sind wichtige Grundregeln. Ein paar Sekunden her. Holla, der ist da lang gegangen. Gerade eben. Ich finde das so geil mit den Typen. Immer wenn der so voll die geilen Storys erzählt, weißt du? So, wenn man so gerne zuhören will, läuft immer Bigfoot im Hintergrund durch. Finde ich cool. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich in Deutschland irgendwie ein Monster? Also klar, so Creepypaster Punch. Habe ich mir auch ein paar Geschichten von Deutschland angehört. Aber so ein ganz, ganz bekanntes Monster, gibt's das in Deutschland? Haben wir da eins? Weiß ich gerade gar nicht, jetzt mal ohne Spaß. Haben wir in Deutschland irgendwie eine krasse Legende über ein Monster, was irgendwo hier im Wald rum... Ich glaube, im Spreewald war da mal irgendwas, ne? Ich glaube, irgendwann mal im Spreewald war irgendwas. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Würde mich mal interessieren, ob wir hier auch so eine übelst krasse Legende haben. Ich kenne mich meistens mit anderen Ländern besser aus. Ist auch immer ganz cool, wenn ich hier ein paar Leute von Westen drüben zum Besuch habe. Also hier zu Besuch habe. Und die wollen dann immer so, dass ich ne, die Umgebung so zeige. Und stehe ich dann immer so da. Das ist ein Gebäude. Das ist ein Gebäude. Aber über Köln oder so. Oder ne, die ganzen anderen Städte. Da könnte ich reden. Reden wie ein Fluss. Ist halt wirklich so, in der Stadt, wo man irgendwie wohnt, die kennt man irgendwie am wenigsten. Was eigentlich voll traurig ist. Hey,
Wie hast du das gemacht? Wohin willst du? Ich gehe jetzt in den Wald. Unsere Freunde retten. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ich werde sie holen. Natürlich kann ich das. Ja, okay, kannst du. Außerdem will ich dich sowieso begleiten. Und wir sind mit mir vor Sonnenuntergang auf jeden Fall hier, ne? Ja, du hast ja recht. Dann komm mit. Ich habe gehört, du hast einen Song geschrieben. Warte mal, woher weißt du das? Naja, ich höre dich immer singen und ich weiß nicht, hast du es vielleicht für eine bestimmte Person geschrieben? Ja, aber diese Person gibt's leider noch nicht. Aber wenn ich sie finde, dann zeige ich ihr den Song. Vielleicht verliebt sie sich ja dann in mich. Ich will ihn aber als erstes hören. Ich trau Stanley einfach nicht mehr über den Weg. Er will die ganze Villa für sich haben und macht dabei einen auf Gutmensch. Damit man sein wahres, egoistisches Gesicht nicht mehr sieht. Aber ich trau dem Wichser nicht mehr. Ich trau ihm nicht mehr. Ich lass mich nicht mehr einlullen. Ich lass mich nicht mehr einlullen, Mann. Ganz gut. Musa. DJ, wir müssen sprechen. Oh, ich bin schwanger. DJ, wir müssen reden. Nein. Ich glaube, du hast was falsch verstanden. Das zwischen uns war nur eine einmalige Sache. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich glaube, wegen der Explosion ging es mir überhaupt nicht gut. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, du hast es falsch verstanden. Nimm es nicht persönlich. Ich gehe jetzt baden und wir sehen uns später. Pass du bitte hier weiterhin auf. Du machst es super, ja? Ja. Hat er aber verdient. Hat er richtig verdient. Was soll's? Du hast die Lehrerin weggeflext, Alter. Du hast es geschafft. Du hast es eigentlich geschafft, Alter. Alle Mädchen stehen auf dich. Du bist das Eifertier. Alle Mädchen stehen auf dich. Ist Lorena deswegen abgehauen, oder was? Lorena ist nicht abgehauen. Ich finde sie nicht mehr. Sie ist weg. Lorena? Ich finde immer noch Nala mega hübsch. Gefällt mir. Ihre Tasche ist weg. Lorena! Lorena! Der Eindringling, er muss es gewesen sein. Das kann doch gar nicht sein. Wir können ihm nicht vertrauen. Weißt du was? Ich plane vielleicht schon so lang unser erstes Mal. Lorena? Nein! Oh, endlich! Hey, irgendwie fühlen sich deine Brüste größer an als sonst. Okay. Boah, vor allen Dingen dann noch der Spruch, okay? Ja, da freue ich mich doch auf die nächste Folge. Ich glaube schon, die ist sogar draußen, aber ihr wisst ja, nee, ich bin ein bisschen in Verzug. Deshalb habe ich auch gestern zwei Folgen rausgebracht. Ja, es wird aber noch sehr interessant. Es wird noch sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ wieder. Und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Genießt es mit euren Liebsten. Haut rein und tschüss.